So, Servus, legen wir gleich los. Ich habe jetzt vor, wieder eine Runde mit der, ich weiß nicht, im XA. Was gar nicht, wie man das ausspricht, was das für eine Bedeutung hat, der Buchstabe. Also, ich bin der mal wieder Flieger. Plus, das ist jetzt natürlich ein Amphibiefahrzeug und ich suche mir dann irgendwie hier eine Möglichkeit, man könnte im Fluss zum Lande irgendwo und wird dann dem Flughafen in Landshut oder Flugplatz in Landshut startet. Da ich habe wieder ein Add-on, wie ich irgendwann mal installiert habe und noch nie war. Hier sieht man der nicht getierte ran. Die Runway oder die Landebahn, da ist irgendwas falsch. Nord-Süd-Ausrichtung stimmt überhaupt nicht. Ja, hier, das stimmt überhaupt nicht. Das sind zwei parallele Landebahnen. Und hier steht Nord-Süd. Der Wind kommt von 090, also von 90 Grad. Das heißt, ich war wahrscheinlich auf der 07 Starter. Dann legen wir mal los. So, da wären wir. Also ich weiß auch nicht. Das Flugzeug ist eigentlich so klein und passt nicht in die Parklücke da rein. Ich weiß nicht, was da für Flugzeug Platz haben soll. Naja, egal. Also mit Sonntagmittags. Beziehungsweise, ja, jetzt sind wir es 4:45. Das ist Live-Wetter, aber nicht Live-Uhrzeit. Mittlerweile geht draußen die Sonne unter und aber das Wetter stimmt. Es war sehr schön heute. Aber kalt. Und das mit dem Schnee und so passt eigentlich auch. Also bei mir jetzt draußen, die Dächer sind bedeckt, die Straßen sind frei. Also ganz leicht bedeckt, genauso wie hier eigentlich. Das heißt, die Straßen mittlerweile komplett schneefrei sind. Ja, dann starten wir mal durch. Komm ich da durch mit dem Flugzeug? Ja. Ah, passt sogar. Ich hab gedacht, dass die Flügel im Haus verschwunden sind. Also gut, schalte Headtracking ein. Hoppla. So. Mein Headtracking, ihr habt doch so eine Schildkappe, wo ich das festgemacht habe, da die Reflektoren, und die habe jetzt von der Schildkappe weggemacht und dann meinen Kopfhörer da gemacht. Dann muss ich bloß den Kopfhörer aufsetzen. Aber jetzt sehe ich aus wie so ein Teletubby mit einer Antenne nach oben. Sieht ein bisschen witzig aus, aber bei mir ist niemand im Raum, wo jetzt über mich lachen könnte. Also von dem her stört es mir auch nicht. Also. Ich bin jetzt schon well nicht mehr mit dem geflogen. Habe mich in der Zwischenzeit mit der Mitsubishi mehr beschäftigt. Und beim letzten Flug, der Kennenlernflug mehr oder weniger, da habe ich eine Landung im Wasser gemacht. Und die zweite Landung, die war leider ohne Fahrwerk. Da bin ich ohne mit eingefahrenem Fahrwerk bin da gelandet. Ich glaube, dass es der Flieger war, dass ich was verwechsel jetzt. Das könnte auch der andere Flieger gewesen sein. Ist egal. Auf jeden Fall wird mir das heute nicht passieren. Zumindest habe ich es nicht vor. Ja, gehen wir nochmal die wichtige Sache durch. Hier auf. Oh, das war das Falsche. Beim Beladungsmenü. Auf Reset. Und das hier belassen. Hinterm Limit. So lassen, wie es ist. Ja, und dann passt es. Ohne Flaps starten. Beim Start. Steuerknüppel herziehen. Herziehen, damit das Heck erst abhebt, wenn man genug Geschwindigkeit hat, sonst kann man es nicht steuern. Und dann Knüppel nach vorne und auf beide Räder rollen, bis man dann abhebt mit 50. Okay. Okay, soweit weiß ich es noch. Ich habe vorher den Anfang von meinem anderen Video nochmal anguckt. Ja. Was haben wir hier? Haben wir hier Go-Around? Ne.
Gott, dachte, wir haben Goldrand Knopf. Okay. Also, Batterie ein. Avionik eingeschaltet. Generatoren ein. Ich weiß nicht, ob der Generator hat. Ob das, ich sehe keinen Schalter. Dann machen wir die Navigationslichter an. Dann leuchtet wieder das. Das habe ich beim letzten Video auch nicht rausgefunden, was da jetzt da drauf leuchtet. Weil hier gibt es kein Licht. Also, nochmal zu dem Headtracking. Das ist jetzt genial auf dem Kopfhörer. Ich kann mir jetzt viel besser, ich kann nach oben gucken, ohne dass das dann so weggeht. Das ist jetzt perfekt. Ja, das ist richtig, richtig klasse. Ja, hätte ich schon vorher drauf kommen können. Clashes, Strobes und Landelichter. Strobes funktioniert nicht. Ah, das war der falsche Knopf. Strobes geht und das geht. Landelichter geht. Okay. Okay, dann wär's das. Dann, was ich noch weiß, ist, der hat keine Gemischregelung, kein Propellerhebel, aber wenn man den Gemischregler nach unten tut, dann gibt es trotzdem einen Cut-off. Das weiß ich noch. Und hier ein bisschen nach vorne. Jetzt ein bisschen nach vorne. Okay. Das hier. Schalte mal ein. Und dann starten wir den Motor. Jetzt sofort wieder ein Idle, der es nach vorne gibt. Der Motor ist ziemlich weit oben. Der ist da oben. Und wenn es Gas gibt, der gibt sofort nach vorne über die Vorderräder. Das weiß ich noch. Okay. Dann mit ATC ohne. Immer mal mit ATC. Echo Delta Mike Lima Traffic Martin Romeo Juliet 66 is taxiing to runway 7. Ja, die Landebahn 7, das habe ich mir gedacht, muss auf die 07. Jetzt muss ich schön gucken. Hier haben wir die Landebahn. Die 7 Start drüben. Da. Ich mach mal die Namensschilder aus. Ja, okay, ist Platz genug. Ist Platz genug. So wie es aussieht, gibt es hier keine Rollhöfe. Ich bin außerhalb. Okay. Also das Flugzeug ist jetzt viel leichter zum Händler auf dem Rollweg. Wahrscheinlich waren die 7 Knoten.
beim letzten Mal, als die Note genau im rechten Winkel zur Rollrichtung war, wahrscheinlich schon zu viel. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir da hin. Der zeigt gar keinen Wind an. Ist mir auch recht. Da oben kommt einer. Also hier die ganze Landebahn gar nicht braucht. Im Grunde genommen reicht es bis zur ersten Landebahnausfahrt. Dann ist der wahrscheinlich schon in der Luft. So. Die Flaps lasse ich, durch Edu ohne Flaps starte. Dann mache ich jetzt die Lichter und Strobes. Und das war's dann, okay. Okay. Echo Delta Mike Lima Traffic Martin Romeo Juliet 66 taking off runway 7 departing straight out. Leider wird ganz schön schwammig, sobald hinten das Rad hochgeht. Aber es passt. Gear ab. Schub zurück. Lande nicht aus. Normalerweise müssen da jetzt die Lichter ausgehen, oder nicht? So. Müsste hier drüben eigentlich schon eine Möglichkeit sein zum Wasserlande, aber wahrscheinlich ich das den Zug frore, beziehungsweise der Fluss. Das wäre natürlich blöd. Mal schön nach. Dann lass ich mal das Wetterpreset. War jetzt eine super Idee von mir, mit zugefrorene See zum Land, obwohl es zu warm ist eigentlich, um dass es zugefroren wäre. Also dann probieren wir es einfach mal. Die roten Lichter, die immer ein bisschen irritieren. Was mich auch irritiert, ist der Bereich hier, wo man keine Flaps braucht, bis in den gelben Bereich, der ist sehr kurz. Man kann praktisch nur geradeaus fliegen, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, die man fast nicht
Toleranz hat. Und das war's. Also, weg vom Gas, Flaps Stufe 1. Also, wo ich den Flug jetzt gestartet habe, da war mir gar nicht bewusst, dass hier so ein See ist. Und ihr wollt ja eigentlich auf dem Fluss landen. Aber wenn hier schon so ein netter See ist, dann landen wir doch hier. Full Flaps. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt bei dem Flugzeug war. Wo man dann praktisch nicht ins Wasser konnte mit den ausgefahrenen Rädern oder besser gesagt nicht aus dem Wasser raus oder irgendwie war da was. So. Mal gucken, ich habe jetzt gerade das Wasserruder rausgelassen. Ob man da was sieht. Ja. Ja, das Wasserruder ist im Wasser. Gut. Teste ich das nochmal mit dem aus dem Wasser rausgehe. Das gucken wir mal schön. Da war doch irgendwo eine Insel. Flaps ab. Ich glaube, da konnte man, weißt du, war es bei dem oder beim anderen Flugzeug, da konnte man nicht praktisch vom Land aus ins Wasser fahren oder andersrum. Überall, die muss meine Videos nochmal gucken, da habe ich es drauf. Da habe ich es dann drauf. So, das Problem war jetzt, das Fahrwerk auszufahren, bevor man dann ins Land kommt. Und dann hat es irgendwie gehakt. Und jetzt teste. Also, Gear down. Ich glaube, jetzt, ja, und jetzt konnte man praktisch das Fahrwerk nicht mehr einfahren. Irgendwas war. Ich teste es nachher ganz einfach. So.
Ja, es ist ein bisschen blöd, wenn die Gear down macht, dann hebt sich das Flugzeug, das dürfte ja nicht passieren. So. Suchen wir Druck ins Plätzchen aus. So. Cut off. So. Jetzt habe ich einen Cut-Off gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Motor jetzt wieder ankriege, weil ich sehr kein Benzin habe. Ich habe bei dem Gemischregler und mit Handbremse. Ich habe bei dem Gemischregler unter noch einen Knopf dran, um den Benzinhahn zu machen. Ich sehe jetzt, habe ich hier keinen Benzinhahn zum Aufmachen. Na, dann gucken wir mal, ob das funktioniert irgendwie. Lassen wir den Motor mal nochmal an. Das kann sein, dass ich jetzt auf dem Druck liege. Wahrscheinlich, das war das. Okay. Okay, jetzt kann ich aber nur mit dem Rechts-Links-Schalter. Vielleicht kann man das da oben schon gucken. Jetzt schalte ich mal auf der rechte Ding. Auf den rechten Tank. Ja. Jetzt muss ich mit rechts-links umschalten. Jetzt habe ich den Benzinhahn umgemacht und kann mit dem Handykompass auf rechts und links schalten. Und bringe damit beide ein. Da muss ich jetzt halt aufpassen. Ja. Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Cut off. Oder Moment mal. Machen wir nochmal so. Wir können jetzt den Motor anmachen. Man einfach hier. Okay, ich brauche keinen Benzinhahn zum Zumachen. Ich muss vielleicht sich da irgendwo noch einen Benzinhahn. Moment. Nö. Nee. Der Flügel oben hinter. Nö, nee, okay, okay. Dann Avionik aus, Generator aus, Batterie aus, alle Lichter aus. So. Head-Tracking aus. Und dann machen wir. Moment. So. Wieder viel zu schnell. So. Und jetzt probieren wir es mal, ob ich im Wasser das Fahrwerk wieder wegbringe. Das war das letzte Mal so kacke. Stecken wir wieder ein. Head-Tracking eingeschaltet. Zumachen. Dann machen wir mal den linke Auswahlschalter vom Tank. Batterie an, Avionics an, Generatoren an.
Das Licht, da waren wir uns beim NAV. Okay. Und das war's so, starten wir. Was ich jetzt vergessen habe. Hinter das Wasserruder hoch. Jetzt versuchen wir aber, ob wir ins Wasser reinkommen. Also nein, kommen wir dem auf jeden Fall. Das Fahrwerk geht, glaube ich, nicht hoch. Fahrwerk hoch. Ja, das geht nicht. Hier. Es geht nicht. Wasserruder runter. Dann müssen wir jetzt einen Start machen vom Fischland aus. Müsste eigentlich reichen. Probieren wir es einfach mal aus. Wasserruder hoch. Aber jetzt, wo ich nicht ganz übrig bleibe, wie die Flaps umsitze. Aber ich habe keinen Seitenwind, dann macht es auch nichts aus, wenn ich jetzt etwas zu früh abhebe, ohne dass die Steuereinheit, die Steuerfläche Wirkung zeugt. Also Flaps Stufe 1 reicht aber. Und Vollgas. Ab. Ja, ist jetzt schade. Normalerweise macht man das ja so. Man fährt, man kommt irgendwie mit dem Flugzeug an der See oder an der Fluss oder irgendwo, du das Flugzeug ins Wasser setzen und dann startet man und das ist ja gar nicht möglich. Ja. Oh, jetzt habe ich Landelichter vergessen. Strobes. Landelichter kann ich wieder ausmachen, die brauche ich jetzt nicht. Schon vorbei. Gear ab. Abi, Flaps ab. Abi. Dann machen wir jetzt noch eine Landung in der Wildnis. Irgendwo. Und dieses Mal mit Live-Wettung. Hier sieht man die Schneeverwehungen, so, die Schneeverwehungen, dass die so Dinger gibt, ja, so Welle, sind mir ein bisschen zu gleichmäßig, aber sieht irgendwie doch interessant aus.
hat. Wenn man da drüber von hier sieht, ist es ziemlich großflächig aus. Und dann haben wir hier Flatstufe 1. Blendelichter ein. Ich glaube, das war jetzt mit dem Flugzeug. Das war das alte Flugzeug. Da habe ich auch ein Flugzeug gehabt, ich weiß nicht mehr genau welches das war. Es hat zwei Landelichter gehabt, und das, aber kein Taxilicht. Und man konnte immer mit dem Taxilicht dann das zweite Landelicht einschalten. Und da war ich so begeistert von dem simple Idee. Jetzt das, na, ist egal. Ich versuch's mein Glück hier. Und nach der Baumreihe lande. Und dann darüber. Müsste eigentlich groß genug sein. Oder lang genug, sagen wir mal so. Gehen wir gleich auf Full Flaps. Sehe aber auch Starkstrommast, das gefällt mir nicht so ganz. Hier. Ist das auch einer? Nur der geht da rein. Okay, jetzt müsste es besser. Getrimmt ist richtig. Die Sinkrate ist aber zu schwach. Wenn jetzt bei 500 passt, das bin ich bei doppelter Gleitfahrt. Doppelter Gleitfahrt. Ich hoffe, dass das da an der Eber ist. Sieht nicht so ganz eber aus, sonst geht der auch so rüber rein. So rüber. Nee, ich mach hier. Das sieht nicht ganz eber aus. Besser. Das sieht jetzt zu hügelig aus. Dann fliege ich hier über das drüber. Das ist meine Landebahnschwelle drüber und dann lande ich hier. Genauso mache ich es. Ja, der reagiert ein bisschen langsam auf den Schubregler. Obwohl es eigentlich so ein kleines, leichtes Flugzeug ist, muss ich eigentlich sofort reagieren. Das ist ja kein Airliner. Da wäre es auch geschickt gewesen, ne? Down. Dreimal grün.
Ja, das war gut, dass ich bergaufwärts gelandet bin. Da komme ich jetzt in Verlegenheit, dass mein Flugzeug nach vorne gibt. So, jetzt gehen wir mal da runter und trinken einen Kaffee und beenden dann den Flug. Oder dahinter. Kommt dahinter. Das sieht mal ein bisschen gemütlich aus. Ja, genau. Flaps ab. Blende Lichter aus. Strobes aus. Das Licht, das irritiert mich echt. Da, der Fußraum ist sogar. Der Fußraum ist sogar beleuchtet. Jetzt muss ich aufpassen mit der Bremse. Jetzt gucken wir mal geschwind. Dem Tank. Ja, ich habe jetzt einseitig den Tank geleert. Muss ich mir dran gewöhnen, dass ich nicht auf Cut-off mache mit dem Gemisch. Praktisch der Tankhebel zumache. Das kann ich nachher nur noch zwischen rechts und links auswählen. Obwohl es ja jetzt egal ist, der Flugzeug, da ist es genauso. Bei hier und da auch noch Tankanzeige. Ja genau, hier habe ich eine Tankanzeige. So, es kann ein bisschen mehr Gas geben, es geht jetzt nämlich bergab. Jetzt gucken wir mal. Ob wir da reinkommen zwischen den Häusern rein. Ich weiß gar nicht mehr, ob mein Wasserruder da oben ist, aber ich glaube, ja, das ist gerade da oben. So. Gehen wir den Hof. Rechts sind Treppen, da muss ich aufpassen. Diesmal mache ich einen Cut-off wieder, weil das höre ich auf. Auf der Benzin dann auch zu sei. Dann Avionics aus. Generator aus. Batterie aus und alles Licht aus. Was ich auch vergessen habe, ist der Pitot hier habe ich nicht eingeschaltet und beim Starter die Treibstoffpumpe hat nicht eingeschaltet geht. Halt Zündschloss bzw. die Zündung. Off. Feststellbremse. Das Wasserruder, da haben wir Anzeige. Ja, genau. Okay. Dann steigen wir aus. Da gefällt mir es besser. Da gefällt mir es besser. Also das ist auch was am Flugsimulator, was mir richtig gefällt. Das hier ist das Szenerie, das hat nie ohne programmieren müssen. Die ist jetzt einfach generiert worden auf dem Flugsimulator. Ja. Und dann hoffe ich, dass im Real Life auch noch was in meiner Kaffeekanne drin ist. Und dann machen wir hier Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.